So, meine Freunde, ich hoffe, man versteht mich gut. Jetzt hier gerade auf der Autobahn. Ich habe selber auch gerade erst die Nachricht bekommen. Markus Anfang wurde entlassen. Diese ganze Geschichte mit dem Impfzertifikat, Impfnachweis, Impfausweis scheint doch größer zu sein, als wie man gedacht hat. Es gibt noch keine offizielle Erklärung, zumindest ist mir jetzt noch keine bekannt, wie es jetzt genau zu diesem Entschluss kam. Wenn ihr da irgendwelche Neuigkeiten habt, auch für die Leute, die das Video im Nachhinein jetzt sehen, schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Schreibt allgemein in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen sagt. Denn es gibt auch Neuigkeiten für das Spiel gegen Schalke. Bremen gegen Schalke wird mit einem anderen Trainer stattfinden, logischerweise. Wer auf der Bank sitzen wird, das steht noch nicht fest, ob Zenkovic übernimmt, ob eine ganz andere Co-Trainer-Lösung übernehmen wird, das wissen wir alles noch nicht. Fakt ist einfach nur jetzt gerade, Markus Anfang wird definitiv heute gegen Schalke nicht auf der Bank sitzen. So wie ich es auch schon in meinem letzten Video gesagt habe, dass ich da noch nicht zu 100% von überzeugt bin, dass Markus Anfang auf der Bank sein wird dann auch. Jetzt ist es leider auch so gekommen, ich hätte es mir anders gewünscht oder auch anders gehofft. Ja, dennoch ist es jetzt so, wir müssen es so annehmen. Schreibt mir rein, wer wird auf dem Co-Trainer-Posten heute sein, beziehungsweise was heißt auf dem Co-Trainer? Wer wird heute auf der Bank sein und den Trainer machen? Wird es der Co-Trainer oder wird es vielleicht auch jemand aus der U23? Ich bin gerade völlig ratlos. Das kam jetzt auch mega, mega überraschend. Ich weiß gar nicht, wie ihr das Ganze jetzt verfolgt habt, seit dieser Impfzertifikat ja raus war oder seit das rauskam von der Presse her, wurde das ja gestern so ein bisschen, sag ich mal, in die Länge gezogen. Da hat Baumann gesagt, wir stehen dahinter, Markus Anfang. Markus Anfang hat gesagt, er sei sich keiner Schuld bewusst. Und jetzt heißt es Trainerentlassung und noch keine offizielle Erklärung. Also entweder ist irgendwas jetzt Neues rausgekommen oder man sagt, okay, das ist jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, so viel Negativpresse, dass man es getrennt hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Eigentlich muss da irgendwas jetzt dran sein. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir in die Kommentare. Und bis dahin, euer Real Nico. Ciao.